Ja. Ja, da bin ich wieder. Willkommen zurück. Sehr schönes Interview. Und ja, wir haben schon gefragt hier, der Chat ist sich uneins. Würfelwelten oder Fleet the Dice Game? Wir können nur eins spielen, weil um 20 Uhr ist Vitala Serra, wartet dann auf uns. Deswegen, tja, gibt's ein. Ich würde sagen, zumindest Würfelwelten kann man im Zweifelsfalle noch mal verkürzen, weil es ja drei Rundgänge gibt. Ja, okay. Und hier muss ich sagen, da hast du gelernt, aber Mitlernen. ich müsste es noch Von daher mitlernen. würde Würfelwelten tatsächlich am einfachsten gehen und wir können euch einen. Ja, genau, wir können euch einen QR-Code einblenden. Da kommt ihr auf eine Seite, über die ihr Würfelwelten mitspielen könnt. Wir probieren das jetzt einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann. Und Fleet machen wir auf jeden Fall noch auf dem Kanal. Keine Sorge, Fleet the Dice Das Game. kommt noch. Ja, es kommt. Schaffen wir nicht zusammen in 20 Minuten. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Aber jetzt guck mal, jetzt kommen sie aus. Jetzt sagen sie alle Fleet. Ah, okay. Jetzt ist es wirklich deutlich. Das ist Fleet, Fleet. Nee, dann Nee, Fleet. dann Also Fleet, ja gut, komm, ja, ey. siehst du. Ja. Melly wollte das unbedingt mal ausprobieren, aber ich bin Ich auch wollte es gespannt auf unbedingt. Fleet. Alles gut. Wir probieren es. Und ich meine, wir können auch 5 Minuten dann noch warten. Das ist nicht so das Thema. Ja, genau. Aber wir brauchen einen Stifte. Da muss uns jemand mal was reinreichen. Und Ich einen hätte gern. Würfelbecher, einen hübschen, bitte. Ich hätte gern einen Kugelschreiber am besten. Das sind schöne Würfel auf jeden Fall. Okay, das braucht man, glaube ich, gar nicht. So. Das sind hier nur Erweiterungen, die würde ich jetzt angesichts der Zeit Nee, die weglassen. lassen wir weg, genau. Also brauchen wir nur die Würfel, ja? Haben wir noch, ist da noch unser Würfelbecher irgendwo? Gut. Ja, was machen wir hier? Ja, wir haben auf jeden Fall jeder zwei Blöcke, zwei Blätter meine ich. Einer ist mit den ganzen Lizenzen und Booten, der andere ist auch mit einem Hafen, Markt und Ufer. Genau. Gucken wir gleich Außerdem mal, dass gibt wir euch es das auch ganz, zeigen ja können. genau, Ja. wir haben, ich habe hier schon mal so ein bisschen die Kamera eingestellt. Ah ja, okay. Wir müssen sie aber noch Da umschalten. müsste Ja, noch so. Ah, ist umgeschaltet sie auch werden. scharf? Ich glaube schon, ja. So, jeder Spieler hat einen Stift und ein Blatt Papier und einen Wettungsblock. Und wir haben bei zwei Spielern drei Bootswürfel. Das sind hier die mit den verschiedenen Tierchen drauf. Und außerdem zwei Stadt plus einen Bootswürfel. Das sind die Stadtwürfel und einen Bootswürfel. Die restlichen kommen zurück in die Schachtel. Ja. Wo sollen wir es nochmal machen? So? Man sieht euch hinten ja ein bisschen nicht. Ah, sehr gut. Guck mal hier. So sieht das gut aus. Perfekto. Okay. Genau, und wir haben verschiedene Phasen. In der ersten Phase, Bootsphase, werden nur die Bootswürfel, die drei, gewürfelt. Und anschließend wird in Zugreihenfolge einer ausgewählt, wo du dann halt ein Kreuzchen wegkreuzen kannst. Die Boote werden halt signalisiert durch das, was sie fangen können, denn wir Verstehe, wollen hier also was ich fischen. halt eingefangen habe. Ja. Genau. Das erste Kästchen bringt jetzt halt noch gar nichts. Das zweite ist aber eine Lizenz und das dritte ein Boot. Lizenzen, die sind halt immer mit irgendwelchen Boni verbunden, die stehen halt immer genau darunter und du kannst halt entsprechend auch Ah nur die ja, okay. Lizenz dann auswählen. Du kannst eine auswählen. Genau. Und später musst du dich halt entscheiden, ob du Lizenz oder Boot haben möchtest. L für Lizenz, B für Boot. Und ja, der Würfel, der übrig bleibt, den können wir beide nutzen. Deswegen gibt es halt einen Und mehr. wozu brauche ich die Boote? Die Boote brauchst du für die dritte Phase. Erstmal kommt die zweite Phase mit der Einnahmephase. Wir kriegen immer eine Münze. Münzen werden immer hier auf dem ersten Blatt Ja. abgestrichen und können bei den Sternen eine Zusatzaktion auslösen. Und du hast dann halt eventuell noch Einnahmen durch, zum Beispiel hier beim Hummer hast du irgendwie eine Lizenz, wo du Einnahmen bekommst. Genau. Dann kommt eben diese Fischenphase. Dafür brauchen wir die Boote. Die Fischephase passiert aber auch nur in den geraden Runden. Wir können halt hier den Rundenzähler, können wir immer markieren, in Ah welcher ja, Runde wir verstehe. sind. Und in der zweiten Runde, vierten Runde Fischen, verstehe. Hier wird unten dann steht es gefischt. hier. Genau. Das sind auch immer die ganzen Phasen. Boot, Einnahme, Fischen und dann Stadt. Stadt Richtig. ist wahrscheinlich das hier. Genau, statt es hier. Ja, gefischt wird natürlich nur mit Booten, die du hast. Das Boot musst du halt erstmal angekreuzt haben, dass du weißt, da wird auch gefischt. Und bei jeder Fischphase wird dann ein Fisch abgekreuzt, die dann später in der zum runden Ende auch nochmal Münzen generieren. Wenn das Boot voll ist, kann nicht mehr weiter gefischt werden. Aber die Fische werden trotzdem immer noch Geld generieren. Ja, dann kommen wir eben zur Stadtphase. Da sind dann eben die anderen Würfel relevant.
werden auch einmal gewürfelt und jeder von uns sucht sich einen aus. Der Verbliebene darf von allen genutzt werden und da wird entsprechend hier beim Hafen zum Beispiel etwas abgestrichen. Da kannst du auch wieder Lizenzen irgendwie erwerben. Bei dem Kapitänsclub kannst du zusätzlich fischen, einfach nochmal Fische abstreichen. Du kannst, also ich kann mir das überlegen, ob ich jetzt Königskrabbe oder das hier mache. Oder ja, du hast halt hier die Symbole. Was, je nachdem, ne? Was das ist, verstehe. Ah ja, genau. Alles klar. Markt und Ufer. Ja, und dann haben wir halt noch das Rundenende. Da wird dann einfach der Startspielermarker weitergegeben und... Wenn es einen gäbe. Bitte? Es gibt keinen Startspielermarker. Ja, doch, tatsächlich schon. Möchtest du ihn haben? Ja, bitte. Her damit. Hier ist er. Sehr gut. Ah ja, da ist er, genau. Wunderbar. Du darfst anfangen. Leute. Ja, gut. Genau, so, du bist der Würfler. Ich bin der Würfler. Also, das heißt, erste Phase, Bootsphase. Wobei, wir kriegen sogar auch noch ein Anfangsboot. Wir kriegen was. Wie wird das erwürfelt? Man sieht, die haben halt auch unterschiedlich viele, viel Platz und geben unterschiedlich viele Siegpunkte. Und fangen halt nur bestimmte Fische, ha? Garnelen, okay, Garten. Jeder von uns würfelt halt zu Anfang einen Würfel. Wenn es Münzen zeigt, müssen wir den nochmal würfeln, um herauszufinden, welches unser Startboot ist. Ich habe ein Kabeljauboot. Ich habe einen Schwertfisch. So, das können wir nämlich dann schon mal abkreuzen, damit wir dann auch gleich fangen können. Mhm. Ja, okay. Eine Lizenz sowie ein Boot dieses Typens. Ah, das können wir jetzt auch noch überlegen. Eine Lizenz darfst du dir noch nehmen. Von dem Bootstypen. Und was heißt beim Boot einsetzen nochmal? Das bedeutet, beim Boot einsetzen gleich ein Geld. Beim Boot einsetzen für den Kabeljau. Also das heißt einfach, dass wenn du ein Boot abkreuzt und du ein neues bekommst. So. Und warum sollte ich, muss ich hier von oben nach unten? Oder kann ich mir ja, genau, du musst von oben nach unten. Ja klar, weil es wird immer stärker sozusagen. Ja. Alles klar. Gut. Immer wenn du dann halt das nächste freischaltest, kriegst du hier signalisiert durch zwei okay. Münzen. Gut, dann habe ich halt das hier gemacht, ne? Muss ich ja. Kann ich mir ja gar nicht ausdenken. Das ist wohl richtig. Dann würfel ich jetzt mal, ne? Für die erste Runde. Die kann man ja auch schon mal hier. Wir sind in Runde 1. Bootsphase. Ja. Das heißt, kann man das hier, ihr könnt es sehen, wir können es nicht so gut sehen. Doch, geht schon, ne? Ja, zwei blaue und ein. Darfst du jetzt anfangen? Genau, ja, ich nehme. Möchte ich mehr Einnahmephase oder vielleicht nehme den Kabeljau oder nicht? Oder doch? Ich nehme den Kabeljau. Okay. Ah ja, und jetzt könnte ich jetzt, wenn ich jetzt, aber gut, das andere kriegen wir dann beide. Ne? Ja, dann nehme ich nämlich auch den Kabeljau, damit du nicht zwei Kabeljau kriegst. Und dann kriegen wir beide noch den Hummer, richtig? Ja. Okay. Damit sind wir da natürlich noch nicht sehr viel weiter gekommen. Okay, das war das Boot. Genau, das war das Boot. Dann kriegen wir halt hier die Einnahmephase. Also ich kriege ein Geld. Weil du schon... Jeder kriegt immer ein Geld. Immer das ist immer das Minimum. Ja, ich auch. Ich habe nichts. Achso, hier genau. Einnahme plus Hummerbonus plus Konserven. Maximal 10. Was ist das? Ridback-Konserven? Ja, Ridback. Also es sind hier beim Ufer gibt es verschiedene Dinge, die du freischalten kannst. Ridback-Konserven, ah, ja, Einnahmen plus ein Geld für jedes volle Boot. Hm, verstehe. Alles klar. Gut. Das war dann schon die Einnahme. Ja, Fischen ist dieses nicht. Mal nicht. Und jetzt sind wir in der Stadtphase. Würfel das heißt, den Stadtwürfel. Würfel die Stadtwürfel. Okay. Okay, wir haben... So, wir haben hier, und jetzt darfst du wieder aussuchen, ja? Genau, so was ist denn das? Eine Muschel? Hä, warte, achso, ja doch. Die Muschel. Genau, die Muschel würde jetzt bedeuten, dass wir... Dass du halt hier das Boot wieder abkreuzt. Ach so. Das ist dann wieder hier, ja? Die Gewinne. Ist das wieder das hier, ja? Genau, das ist dann wieder das hier. Oder der Hafen oder das Ufer. Und das ist dann alles Mögliche. Das sind einfach nur Punkte. Meeresfrüchte-Buffet. Was ist das denn? Achso, wenn man verschiedene hat. Ja, du musst die verschiedenen abkreuzen.
Übrigens kannst du auch jederzeit einen Würfel als eine Münze werten. Also du hast jetzt einfach die Königskrabbe genommen. Achso, ja genau. Ich habe hier den ja genommen, ne? Ja. Dann kannst du dir den Rest aussuchen. Okay. Gut, jetzt versuche ich mal das Ufer, mal gucken, ob mir das irgendwo... Und da kann ich mir jetzt auch irgendwas hier aussuchen, ja? Genau, aus dem Ufer. Mhm. Was ist denn der Wertstoffhof? Ein Würfel als Siegpunktaktion. Dann kann ich einfach einen Siegpunkt kriegen, wenn ich einen Würfel verwende oder irgendwie. Bestimmte Sachen verstehe ich hier noch nicht so richtig. Köderladen, ein Würfel als zwei Geld. Ah ja, und das kann ich hier beim Räucherstube kriege ich mehr Geld für den Markt. Ne? Aber das bedeutet, dass ich hier zwei Kreuzchen machen muss, oder wie? Also eins, zwei. Ja, genau, insgesamt zwei musst du machen, aber jetzt darfst du halt nur einen. Ja, na gut. Ich würde sagen, ich mache mal. Also dieses Runde bedeutet immer, dass dann was passiert sozusagen, dass ich abgeschlossen habe. Ja, würde ich schon so behaupten. Okay, das heißt, wir kriegen beide noch eine Auster. Eine Auster. Hm. Ja, warum nicht? Okay, ja, dann das war jetzt schon die erste Runde. Bist du jetzt hier der Startspieler und... Und es geht wieder los mit diesen Würfeln hier. Genau. Und jetzt darf ich aussuchen. Ah ja, das ist natürlich jetzt interessant. Jetzt kann ich, wenn ich mir jetzt den Kabeljau nehme, kriege ich eine zweite Lizenz. Mhm. Und dann würde ich das hier ankreuzen, jetzt kriege ich sofort zwei Geld. Richtig? Mhm. Hier plus zwei steht. Genau, dann hast du nämlich einen Stern erreicht und mit dem Stern kannst du... Wo habe ich einen Stern erreicht? Hast Ach du so, nicht? Ich habe das falsch gemacht. Ah, Hilfe. Ja, so. Ah, ja, rechts. Genau. Ja, ich habe den Stern erreicht. Ja, genau. Und dann kannst du nämlich ein beliebiges Kreuz setzen. Das kannst du aber nicht an den, also du kannst keine Fische abkreuzen, du kannst auch kein Boot oder keine Lizenz, sondern du musst es halt dadurch erreichen. Also kannst halt hier bei den ganzen Sachen irgendwo ein Kreuz setzen. Mhm. Also auch bei den Fischen quasi, ja? Du kannst auch, bei welchen Fischen? Also auch hier. Ja, genau, du kannst halt bei den, bei der Freischaltung. Das heißt, dann könnte ich hier nochmal ein Kabel abkreuzen, dann hätte ich noch ein Boot. Mhm. Und weil ich ein Boot eingesetzt habe, kriege ich jetzt zwei Geld. Ja, genau. So funktioniert es. Alles klar. So funktioniert es. Darfst du den zweiten nehmen? Eine Garnele oder ein Schwertfisch? Oh, alles klar. Da hat keine Chance. Was soll das denn heißen? Man merkt es gleich. Ja, ich frage mich gerade, hattest du zu Anfang deinen Kreuzer beim Kabeljau gesetzt mit dem Würfel? Ja. Ich habe das nämlich nicht gemacht. Mache ich jetzt einfach mal, ne? Dann kriege ich ja noch eine Lizenz mit zwei Geld. Ja. Und dann? Das war die Bootsphase. Ja. Einnahmenphase. Nehme ich diese Lizenz noch mit. Kriegen wir wieder nur ein Geld. Beim genau. Einnahmen. Jetzt habe ich aber wieder einen Stern erreicht. Ja, du musst wieder einsetzen. Ja. Ich check halt noch nicht so ganz, was du... Genau, dann kann ich den was Hunger ich? Machen und dann habe ich die Einnahmenlizenz. Plus eins. Okay, ja, und jetzt wird gefischt. Und da ah, guck mal hier, man hätte bei unserem Startding kreuzt man einfach die obersten drei weg. Du hattest ja einen weggekreuzt. Ja. Die obersten drei? Ja, genau, weil man ja Lizenz und Boot bekommen hat. Ach, verstehe. Da, das heißt, dann kriege ich also nochmal zwei. Und dann kann ich nochmal Lizenz oder Boot. Ja, das Ding ist halt... Den habe ich ja schon bekommen. Ja, genau. Das heißt, dann habe ich jetzt einfach das Boot bekommen, dann passt es schon. Ja, passt halt nicht, weil du hast entweder zwei Lizenzen und ein Boot oder zwei Boote und eine Lizenz. Achso, dann hast du ja zu viel gehabt. Genau. Na gut, dann... Ach, Melli, die Regelerklärerin. Dann mache ich das halt hier weg, dann... Ah, aber das ist jetzt schwierig, das habe ich hier schon ein... Dann müsste ich, glaube ich, hier ein Kreuz noch weniger... Ist egal, dann mache ich das egal. Jetzt so. Egal, wir gönnen dir den Bonus. Ja. Und ich mache einfach das hier weg. Aber jetzt muss mal gefischt werden, jetzt müssen wir jetzt mal fischen. Ja, richtig. Du hattest jetzt die Einnahme gemacht, jetzt kommt das Fischen. Und mit jedem Boot wird einmal gefischt. Einfach nur einmal fischen. Ja, verstehe. Und wenn die voll sind, sind sie voll. Ja. Und jeder Fisch bringt dann halt am Ende die Siegpunkte, die da unten stehen. Alles klar, dann kommt jetzt Start. Achso, hattest du die Garnele dir genommen? Ah, nee. Das ist der Würfel, den wir alle nutzen durften. Genau, die Garnele. So, jetzt kommt die Stadtphase. Okay. Also, schon wieder diese komische Auster.
Darf ich mir was überlegen? Naja, gut, ich habe jetzt diesen, warum auch immer, diesen Räucherstubel gemacht. Die nehme ich jetzt nochmal. Und jetzt habe ich hier, also beim Markt kriege ich irgendwie 2 Geld extra, wenn ich zum Markt gehe. Aber ja, kannst du überlegen, was machst du jetzt? Tja. Naja, verstehe. Jetzt beim Markt versucht man erstmal Fische zu sammeln, um dann möglichst viel Geld zu machen. Ich nehme die Auster. Kriege ich nämlich eine Lizenz. Und dann gehe ich logischerweise zum Markt. Und da muss ich ja verkaufen. Was anderes kann ich im Markt ja gar nicht machen. Das heißt, ich habe jetzt 0 bis 2 Fische, aber muss ich die denn auch dann, sind die nee, dann weg? Die hast du einfach dauerhaft. Die habe ich dauerhaft. Momentan hast du... Dann kriege ich 2 Geld plus 2, weil ich die Räucherstube habe, also 4. Und ich habe hier 1 zu viel, glaube ich, gemacht, deshalb mache ich jetzt nur 3 statt 4. Aber kriege dann wieder trotzdem einen Stern, kann dann die Austernlizenz machen und das heißt, Austernboote fangen 2 Fische mehr. Na gut, das ist so gut. Jetzt hätte ich doch lieber den Garnelenwürfel nehmen sollen. Naja, sei es drum. Man kennt halt hier noch nicht so alles. Gut, das genau. War's. Ja, dann bin ich halt wieder Startspieler. Wir gehen in die nächste Runde mit der Bootsphase. Ja. Genau, so funktioniert das offensichtlich. Ah ja, herzlichen Glückwunsch übrigens. Ja. Schön den Gewinner gezogen. Passiert alles zum Glück aus dem Off. Ja, da sind die fleißig da dabei. Sehr schön. Sollen die sich selber noch? Ralf, ja, hat auch gewonnen. Sehr schön. Ja, ihr Gewinner könnt euch einmal melden über community@hunter-brettspiele.de. Das kann ja auch einmal die Regie mal in den Chat schreiben, die E-Mail-Adresse. Und dann meldest du dich einfach mit, hi, ich habe dieses und dieses Spiel gewonnen. Guck mal, was ich für ein komisches gewürfelt habe. Verrückt. Ja, drei. Ich bin dran, oder wie? Das sind 3 Münzen einfach. Dann nehme ich dran. Ach nee, warte, ich bin dran. Haha. Ja. Schwer. Den nehme ich. Ist doch klar. Tja, dann muss ich ja das nehmen. 3 Münzen. Aber dann habe ich zumindest wieder einen Stern. Und dann werde ich... Ach, guck mal hier, nach dem Fischen kriege ich eine Zusatzaktion vorhin. Na gut, ja. Dann nehme ich mir die einfach nochmal. Ich habe mir jetzt hier ein Boot genommen von der Auster. Und dadurch, weil ich das hier habe... Boah, das ist aber auch echt unübersichtlich, wenn man die ganzen Boni hier bekommt. Ja, ja, da muss man echt aufpassen. Verrückt. Vor allem, weil ich jetzt ja auch noch ein bisschen was Falsches eingeschrieben habe. Aber ja, ich krieg immer, wenn ich ein Boot habe, kriege ich Geld von dem Kabeljau. Und dann kriegen wir nochmal 3 Münzen. Mhm. Das ist schon wieder ein Stern bei mir. Es rappelt hier wie verrückt. Dann nehme ich jetzt das Hummerboot. Man kriegt ja bei jedem... Es ist schon gut, viele Boote zu haben, weil jedes ja, Boot schon. Fischt klar, parallel. Na gut, alles klar, das war jetzt Einnahmephase. Ja, ich kriege 2. Ich habe jetzt auch einen. Hummer habe ich jetzt 2. Und schon wieder einen Stern. Was nehme ich denn da? Ich habe auch einen Stern und ich komme meiner Königskram-Lizenz immer näher. Was bringt denn die? Ach so, einfach... Die gibt eine Lizenz. Du kannst dann überlegen, was du machst. Genau. Wähle 1. Okay, gut. Das war die Einnahme. Mhm. Jetzt kommt die Stadtphase. Du willst. 2 ne? Märkte. Mhm. Ah. Ich nehme den Hummer. Mit einer Lizenz. Du nimmst den Hummer. Dann nehme Einnahmephase ich plus 1. Dann habe ich 2-mal Markt letztlich, was ich machen kann. Ich habe immer toll, noch oder? 2 Fische. Das sind, aber gut, das sind 2-mal. Ich kriege ja hier plus 2. Also ich kriege einfach 8 Geld. Verrückt. 8 Geld? Ja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo kriegst 8. du denn 8 naja, Geld? Naja, weil ich hier 2 Geld kriege und da plus 2 und ich mache das 2-mal. Markt, ach, du zwickst. Ach, okay, ich dachte, du kriegst mit einmal Markt. Nein, ja, gut. Nein, nein. Ich mache den Markt nur einmal. Zwei Sterne. Ich kriege 2 Geld. Ich kann ja auch die Sterne hier irgendwo hinsetzen, ne? Also im Hafen. Ja, genau. Du kannst sie irgendwo an der obersten Stelle benutzen. Das ist schon echt verrückt. Man kriegt hier immer halt, weil man hier ständig Sachen kriegt. Mhm. Kapiert man alles nicht so ganz. Okay, gut. So. Dann geht's wieder los mit der... Ja, Ralf, seit 9 Jahren erfolglos mache ich sämtlichen Adventskalender und Verlosungen. Ja, irgendwann passiert's. So ist es nämlich. Okay, das war die Stadt. Jetzt kommt da Boot schon wieder.
Ja. Ich finde es verwirrend, dass auf dem einen Stadtwürfel auch... Ja, ja, genau, weil bei der Stadt ist halt immer ein Bootswürfel mit dabei. Ach so, ja, ist einfach soll ein so. Bootswürfel. Ja, verstehe. Das ist sehr verwirrend. Okay. Du fängst an. Ich muss den Anker. Das Lenkrad. Vierte Runde schon. Ja, wir müssen ja auch bald... Es ist jetzt schon 5 vor. Aber wir schaffen das vielleicht noch. Wir sind schon bei der Hälfte. So, Kabeljau. Der Auster, oder? Hummer. Ich nehme mal den Hummer. Wenn der mir jetzt nicht viel bringt. Nicht dumm? Ich nehme die Auster. Ist die Auster, dann kriegen wir beide noch den Kabeljau. Genau, dann kriege ich hier ein Boot, da ein Boot. Ja. Ja, dann Einnahme, kriege ich 2 Geld. Ich krieg auch 2 Geld. Fischen. Ich habe noch eine Zusatzaktion, dann nehme ich hier so, die Lizenz. Jetzt jedes Boot ein, ja? Ja, außer die Austern, die fangen immer 2. Ah ja. Die Austern fangen 2 Fische oder 1 Fisch und 1 Geld. Was ist Lager 6 Fische? Die können hier halt... Ja, du kannst halt diese Zusatzboote nur nutzen mit der hier 8 Fische, 10 Fische. Ah, verstehe. So... Zwei Fische, sehr gut. Dann kommt die Stadt. Jetzt komme ich dran, ne? Ja, ich mache natürlich jetzt Markt. Weil jetzt habe ich richtig viele Fische. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fische. Gibt trotzdem nur 3. Naja, aber plus 2 hier, das hat sich voll gelohnt hier. 5. Ich nehme die aus damit. 5 und ich habe da mit 2 neue... Und guck mal, jetzt kann ich theoretisch auch hier 2 Kreuz im Hafen machen und einfach hier nochmal fischen. Fische ich nochmal. Fischen heißt nochmal alle. Ach, siehst du mal, ich kann noch nach dem Fischen immer noch hier, dann kriege ich eine Münze nach dem Fischen und eine Aktion. Verrückt. Okay, ja, ja, ja. Und ich nehme jetzt noch... Jetzt mal Butter bei die Fische, ja, genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein Roll&Ride, würde ich sagen, wo du viel so Zeugs machen kannst. Guck mal hier, der Lastkahn ist auch interessant. Fängt beim Fischen 1 Fisch für jedes volle Boot. Ja. Okay. Und die hier, was ist mit denen da hier? Da kannst du auch noch irgendwie... Die kriegst du... Im Forschungsschiff gibt es einfach Punkt. Oh ja, genau, bei den Königskrabben kriegst du natürlich die 3 Ja, genau, Boote. Ja, genau. Und die richtig. Hier, die Inuit, die kriegst du einfach direkt. Und die, was machen die? Die verfischen auch einfach. Die fischen auch einfach bei der Fischenphase. Okay. Gut, das war jetzt, ich habe das genommen. Was hast du genommen? Ich bin total auseinander. So, hier, ich habe noch ein Fischen eine Aktion bekommen. Was hast du denn eigentlich gemacht? Ach so, ich habe hier die Auster genommen. Das heißt, wir haben jetzt nochmal Markt. Richtig. Da hatte ich 4, krieg ich 1, ja, habe ich schon gemacht. Ne, 2. Krieg ich noch. Ja. 13 habe ich jetzt. Yes, jetzt kriege ich 4. Plus 2 sind 6. Das Boot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schon wieder ein Kreuz. Hm. Hätte ich auch mal die Königskrabbe nehmen sollen. Aber das Forschungs... Achso, das ist einfach nur... Ja, es ist halt so ein bisschen viel Krams, wo man nicht so richtig weiß, was braucht man eigentlich. Ja, wir nehmen den Schwarzfisch-Lizenz. Was bringt die nach dem Fischen? Ein Dings ist doch gut. Okay. So, ich bin wieder Startspieler und es geht weiter mit der 5. Runde, ne? Mal schön würfeln. Ja, 5. Runde. Ja, hier. Du darfst. Tja. So ein Hummerboot? Hummerboot? Mhm. Nimmst ein Hummer. Na gut, dann nehme ich halt 3 Geld. Ach, beim Boot einsetzen, ja, okay. Ich habe 1, 2 Boote eingesetzt. 1, 2. Ein Kreuz. Dann nehme ich ein Schwertfischboot. Und wenn ich ein Boot kriege, dann kriege ich immer 1 Geld. Okay, du darfst, dann kriegst du auch nochmal 3 Geld. Genau. Was ist, wenn meine Geldleiste 2, voll ist? 3. Kann nicht passieren. Ich hoffe nicht. So, dann kriege ich eine extra Aktion und nehme.
Gewählter Garnelenwürfel gleich Typ beliebig. Nee, ich nehme hier die Königskrabbe. Okay, dann kommt die Einnahme. Zwei. Eins, zwei. Schon wieder ein. Eieiei. Dann nehme ich noch das nächste Kabeljauboot. Und weil ich es noch ein Boot habe, kriege ich noch mal Geld. Okay, das war die Einnahme, kein Fischen. Jetzt kommt die Stadt. Und du darfst. Der Anker. Ja, nehme ich. Das Boot nehme ich. Du bist auf die Königskrabbe gegangen, ne? Ja, ja gut, komm, ich mach dafür hier Markt wieder. Ich hab eins, den Markt, zwei, dann krieg ich drei, den vier, Hummer fünf. Und du auch. Oh, was ist das? L oder B? Achso, L oder B. Lizenz oder Boot? Nehme ich den Boot. Du kannst ja mal schauen, ob der... Und jetzt nehme ich nochmal den Markt. Ja, dass der da schon da ist und dem Bescheid sagen. 8, 10, eine Nachricht schreiben? 10, 6. Sechs. Ja, wir sind gleich, jetzt müssen wir mal gucken. Gleich geht es nämlich weiter mit unserem... Die Maus ist verschollen. Wahrscheinlich in drüben. So, wahrscheinlich muss ich in die andere Richtung. Gucken wir mal. Ja! Wir haben die Maus gefunden. Sehr gut. Ah ja, da ist er doch, im Warteraum, genau. Ja, wir müssen mal kurz Vital kurz eine Nachricht schreiben, dass wir noch kurz brauchen. Und dann geht's los. Ja, das war schon die Stadtphase. Ja, noch drei Runden, die spielen wir jetzt noch schnell runter. Willst du die mal eine halbe Stunde warten lassen? Nein, das geht schneller. Du kannst den Mann deswegen schon mal reinlassen, denn sie kann ja. So. Ich bin Startspieler und ich weiß auch schon, was ich nehme. Nämlich, ich habe die drei Geld genommen, wodurch ich nochmal einen Stern krieg. Okay. Okay, also wir haben hier die sechste Runde. Ich habe das genommen als Bootsphase. Du kannst hier noch was nehmen. Ein Schwertfisch oder eine Auster. Ich nehme Schwertfisch. Dann kriegen wir beide noch die Auster. Dann kriegen wir Einnahme. Ich einfach zwei. Stimmt, ich krieg beides. Ich hätte nur was wegnehmen sollen. Wir kriegen die Einnahme. Ja. Und jetzt wird gefischt. Jetzt, das wollte ich nämlich nochmal erleben. Hier meine ganzen Boote rennen hier los. Das ist ja echt. Das hier. Sehr schön. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das und dann kommt nochmal Stadt. Und ich darf auch noch anfangen. Jetzt will ich eigentlich langsam. Ach, und nach dem Fischen kriege ich das hier. So. Ja, ich nehme natürlich das hier. Ich nehme natürlich. Das auf. Jetzt kann ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Fische. 5 plus 2 sind 7. 4 habe ich 2 Sterne verdient. Und die werde ich jetzt mal hier bei dem Lastkran. Den hole ich mir jetzt mal. Okay, was mache ich das? Ich nehme den Wertstoffhof. Das heißt, wir kriegen beide noch die Garnele. Ja, Runde 7. Du bist Startspieler. Und darfst hier was aussuchen. Na, dann nehme ich die Auster. Du nimmst die Auster? Ja, die nehme ich auch. Dann kriegen wir beide noch den Kabeljau. L oder B, ja, dann nehme ich nämlich nochmal
Achso, Lager plus. Achso, Lager 8 Fische. Hm, ist auch nicht schlecht. Nee, dann nehme ich. Ah, nee, komm. Ich nehme das Boot, da kriege ich nochmal ein. Das Boot kriege ich. Okay. Das habe ich auch schon zigmal vergessen, aber okay. Ja, das ist ja. Okay, das war jetzt die Einnahme. Zwei. Wie immer. Zwei, genau. Das verhärtet sich irgendwie gefühlt ja, gar nicht. Ja, du musst halt Humor mehr machen. Oder hier die Konservenfabrik. Stimmt. No. Na gut, ich habe jetzt hier eine Aktion. Du darfst aussuchen. Zweimal Ufer und einmal Garnele. Und dann nehme ich das Ufer und kann einen Würfel als Aktion benutzen. Ja, ich nehme natürlich auch das Ufer und dann kriegen wir beide die Garnele. Obwohl, achso, nee, komm, nee, ich nehme die Garnele. Okay, dann krieg ich das Ufer. Kriegst du das Ufer. Gewählter Garnelenwürfel gleich Typ beliebig und Aktion. Ah, das habe ich voll vergessen. Nach Fischen hätte ich immer eine Aktion Naja, aber es geht schon, so ein paar Sachen haben wir einfach noch nicht so drauf. Egal. Wie viele Fische habe ich denn jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das muss man auch sagen, ist ein bisschen viel so, was man so im Auge behalten muss bei dem Spiel. Aber auf der anderen Seite, das mit diesen Fischen, finde ich gar nicht so verkehrt. Dann kann ich das nämlich hier abkreuzen. Dann kriegen wir beide nochmal ein Ufer, ja. Ja, genau, das habe ich jetzt gerade noch gemacht. Ich nehme das Ufer als Konservenfabrik. Solche. Das war die Stadt. So, letzte Runde. Das machen wir jetzt noch schnell, auch wenn wir vielleicht ein bisschen überhastet, aber dann wissen wir wenigstens, wer gewonnen hat bei dieser so. Ich werde hier. Ja, dann nehme ich einfach das Geld. Mhm. Da krieg ich verrückt, ich nehme Schwertfisch mit einem Boot. Kriege ich nochmal Boot eingesetzt. Kreuzchen. Münze. Und dann habe ich den Lastkran, obwohl mir überhaupt nichts bringt. Aber gut, egal. Ja. Und nochmal ein Schwertfisch. Ja. Gut, dann Einnahme. Jetzt habe ich das hier. Das heißt, ich habe drei volle Boote. Also kriege ich plus drei, fünf. Ich kriege zwei. Mit einer Extraktion. Und dann nochmal ein. Nehme ich einfach Forschungsschiff, einen Siegpunkt. Oh. Das war Einnahme. Es wird noch einmal gefischt, ein letztes Mal. Ja. Und da kriege ich jetzt, da mache ich jetzt aber mein Kreuzchen noch hier bei dem zweiten Siegpunkt und dann noch ein letztes Mal Start und dann haben wir's. Ach nee, das macht gar keinen Sinn. Darfst Moment. Du aussuchen, ja, ne? Ja. Auf jeden Fall wird gehandelt, ist gut. 6, 8. Das macht auch gar keinen Sinn. Höhö, was mache ich denn? Wobei Fische geben am Ende auch Siegpunkte. Na gut, dann fische ich. So, ich mache den Markt. 32. Okay, du machst den Markt, ich mache den Markt. Kriege ich 8. Zwei Kreuze. Was ist noch so viel bringt? 35. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kriege ich eine Extraktion und kann hier fischen. Und dann noch ein Hummer. Das war's. So, ja. Und jetzt muss man sozusagen einfach nur zusammenzählen. Okay, Fische, pro Fisch ein Siegpunkt, oder wie? Die stehen hier drunter. Achso, das sind einfach nur die Boote, das sind doch die Boote hier. Aber Fisch je ein Victory Point. Nee, ich meine, das ist tatsächlich. Boote, Lizenzen, Gebäude, Boni. Ja. Na gut. Ja gut, wollen wir das noch schnell machen? Können wir kurz rechnen, ja. 1, 2, 3, 4, 43. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
glaube, ich glaube, Lizenzen gibt es ja nur für die untersten Lizenzen irgendwas. Mhm, ne? Ja. Deswegen habe ich da 0. Nee, 4. Ich habe da auch 0. Gebäude habe ich 4. Und ach so, und dann gibt es hier noch Schiffe. Was, Forschungsschiff? Was ist das? Das ist auch eigentlich. Das sind auch eigentlich Punkte, ne? Das sind 2 Punkte einfach. Ach so, hier hätte ich tatsächlich, glaube ich, auch noch was bekommen. Hier durch den Lastkran hätte ich pro vollem Fisch auch noch. Pro vollem Dings 1, 2, 3, 4, 5. Mal 5 mehr bekommen bei den Fischen. Ja, ob das ist alles so stimmt, müssen wir jetzt mal gucken. Es war jetzt ein bisschen schnell. 40, 50, 58. Das richtig sehen. 11, 15, 33, 76. What? Hä? Ja, also da müssen wir vielleicht nochmal nachzählen. Aber auf jeden Fall, das war Fleet Dice. Ja, du bist ja jetzt auf so einer, in so einer Speed-Party. Ja. Sagen wir es mal so. Ja, aber wir haben die Zeit gut genutzt.